Rochenzell geht es los. Hier beginnt die letzte Etappe auf dem Jakobsweg durch die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ziel der Wallfahrer ist Crespron in der Nähe des Bodensees. Nur das Wetter spielt nicht so richtig mit. Aber um das Wetter soll es beim Pilgern nicht gehen, sondern... dass die Menschen einfach die Erfahrung machen, dass wir unterwegs sind, dass wir als Gemeinschaft unterwegs sind, dass wir mit Gott unterwegs sind und dass auch, wenn es mal vom Himmel regnet, dass trotzdem Gott bei uns ist und dass es uns gut tut, das Miteinander. Der Jakobsweg ist für manche Teilnehmer auch ein Weg, um zu bitten und Danke zu sagen. Dass die ganze Familie gesund bleibt. Eine zusätzliche Motivation ist natürlich, dass meine Mutter vor nunmehr wie vielen Jahren? 9 Jahren eine Hirnmassenblutung hatte, Ursache unbekannt. Und sie war eigentlich schon 4-mal tot. Und wir sind 7 Kinder und wir haben damals in Freiburg in der Intensivstation täglich besucht. Die Intensivstationsleitung hat gesagt, sowas hat sie noch nie erlebt. Das hat meine Mutter meiner Meinung nach gerettet. Das ist ein Mitgrund. Wir haben damals gesagt, wir sind immer nach Bergertreute gepilgert von hier aus, weil sie kommen aus Bergertreute. Und das war so eine Mitmotivation, weil das sind Dinge, die lernt man im wahren Leben, was Pilgern heißt. Der Pilgerweg führt an vielen Jakobuskirchen vorbei, in denen die Pilger Station machen und gemeinsam mit dem Bischof singen und beten. So sehen wir euch, der gute und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und schon geht es weiter auf dem Weg durch die Straßen, Fluren, Wald und Wiesen, dem Kreuz hinterher. Was heißt Pilgern für die jungen Teilnehmer? Bei einem Pilgern sollte man in sich kehren und... ja, auch eigentlich schon so in sich gehen und so. Und ja, dann eigentlich, das Ziel ist eigentlich auch ganz gut. Darum macht man es ja auch, dass man sich so ein bisschen zur Ruhe kommt und sich Gedanken darüber machen kann. Worüber? So allgemein über das Leben, über Gott, seine Beziehung dazu. Manche wollen aber noch mehr. Sollte man irgendwann noch ein Lied singen unterwegs, das wäre auch schön. Wo ist der Chef, der soll ein Lied singen? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da Pilgerbegeisterung scheint ungetrübt. Auch wenn der Regen immer stärker wird, die Pilger sind wetterfest. Das Pilgern, das gibt immer wieder neue Impulse, dass man gern wieder weiter schafft und weitermacht. Okay, manche der Pilger steigen dann doch um ins Begleitfahrzeug. Ja, und der Nässe ein bisschen zu entgehen, bis zum nächsten Haltepunkt wieder, dann geht's wieder weiter. Was zählt, ist dabei zu sein. Der Bischof bekommt sogar eine goldene Muschel für seine Idee, den Jakobsweg zu durchwandern. Durch unsere Diözese geht vom Norden bis zum Süden der Jakobusweg, der ja in Santiago de Compostela endet, dort sein Ziel hat, aber in kleinen Etappen auch durch unsere Diözese geht, vorbei an vielen Jakobuskirchen. Und das wollte ich einfach auch ins Bewusstsein rufen und die Menschen einladen, dass wir unsere Diözese auch als eine Diözese erleben, durch die dieser große Pilgerweg geht. Das Ziel ist nahe, der Abschlussgottesdienst kann beginnen. Ein gemeinsamer Weg geht in Crespron zu Ende. Es ist einfach der Lebensweg, den wir gehen. Wir haben manchmal wunderschöne Zeiten und manchmal einfach traurige. Und es ist schön, dass wir das gemeinsam gehen können. Ja, ich freue mich darüber, dass ich dabei bin. Über 350 Kilometer.
sind es, glaube ich, gewesen, heute zu beenden. Ich habe es nicht nachgezählt, aber es waren sicher Tausende von Menschen, die mit mir unterwegs waren, die ich getroffen habe in den Kirchen, bei den Stationen, im Gebet, unterwegs, auch im Gespräch, unterwegs mit den Menschen unserer Diözese, mit den Christinnen und Christen durch die Zeit auf diesem wunderbaren Weg. Die Jakobuswallfahrt ist zu Ende, aber nächstes Jahr geht es weiter auf dem Martinsweg. Zuvor aber gibt es noch eine kleine Überraschung. Oberschwäbische Blasmusik und alles Ministranten. Das hat der Bischof so noch nie gesehen.